Hallo, heute reden wir darüber, wie lange wirkt Botox? Eine ganz spannende Frage, die mir vor allem am Herzen liegt, weil viele Patienten in der Ordination immer fragen, wie lange hält das, wann muss ich wiederkommen? Mein Name ist Dr. Rolf Bartsch, ich bin plastischer Chirurg aus Wien und wir klären diese Frage heute. Wie lange hält denn Botox überhaupt? Wie immer möchte ich quasi nicht mit der Theorie, mit der Farbentheorie starten, sondern ich möchte euch zwei Videos zeigen. Wir werden das im Screen Captions wieder anschauen. Und zwar, ich habe eine und die gleiche Patientin mit einem und dem gleichen Produkt gespritzt und wir schauen uns an, wie die Patientin eine Zeit lang danach ausschaut mit ein bisschen weniger Dosis und mit ein bisschen mehr Dosis. Denn die Wirkungsdauer ist wahnsinnig subjektiv. Das heißt, der eine sagt irgendwie, es wirkt eh lang genug, weil ich habe keine Falten. Und der nächste kommt nach 2 Monaten, wo es nicht mehr blockiert ist und sagt, das Botox hat schon aufgehört zu wirken. Das heißt, eine sehr subjektive Frage, die ich versuche, objektiv zu beantworten. Das erste Spannende, was wir uns anschauen, ist das Vorher-Nachher-Bild dieser Patientin. Links das Vorher, rechts das Nachher-Bild. Ohne dass die Patientin sich bewegt, sehen wir etwas, dass die Glätte der Haut oder dass die Hauttrophik sich verändert hat. Das heißt, wenn ich länger das Gewebe oder die Muskulatur dort weniger stark bewegen kann über eine gewisse Dauer, dann verändert sich auch wirklich die Hautqualität, weil einfach weniger Falten entstehen. Aber es passiert noch etwas anderes. Man ist draufgekommen, dass Botulinumtoxin auch bei den Talgdrüsen eine Auswirkung hat. Das heißt, auch die Talgproduktion ist ein bisschen anders und deswegen erscheint die Haut einfach ein bisschen glatter. Wir wollten uns aber die Bewegung anschauen. Und da starten wir mit dem ersten Video. Das war auch quasi die erste Variante, wie ich die Patientin gespritzt habe. Wir sehen quasi, wie sie in allen Varianten ausschaut. Aber dann kommt der wichtige Punkt, wenn sich die Patientin zurückdreht, in die Mitte kommt, dann wird sie sich bewegen. Und jetzt schauen wir an, wie das quasi 4 Wochen danach ausschaut. Böse schauen geht schlecht, aber nach oben schauen geht ein bisschen. Und ich werde das Video dann nochmal ganz kurz stoppen und hin und her fahren. Das heißt, ihr seht, wenn sie böse schaut, oder warten, wir müssen nochmal zurückgehen, wenn sie die Augenbrauen nach oben gibt, bewegt das ein bisschen hin und her, seht ihr, dass quasi noch Aktivität ist. Jetzt werden wir den einen Patienten haben, der sagt, boah, das ist eine urschlechte Wirkung vom Botox, und der andere wird sagen so, na Gott sei Dank ist nicht blockiert, man kann es doch bewegen. Zornesfalte können wir uns genauso anschauen. Zornesfalte ist quasi, finde ich, ist immer so der Espresso des Botox, die ist eigentlich ganz gut, aber da wird wieder der eine sagen, naja, die kann noch ein bisschen bewegen, und der andere sagt so, na Gott sei Dank kann sie noch bewegen, weil sie eben nicht blockiert ist. Meine Antwort dazu ist, dass Botulinumtoxin nicht blockieren soll, aber leider Gottes eigentlich am Anfang kurz blockiert, sondern Botulinumtoxin soll die Bewegung reduzieren und damit Falten reduzieren auch, okay? Jetzt schauen wir uns an, was ich nochmal gemacht habe. Ich habe mit der Einwilligung der Patientin die Patientin 6 Monate später nochmal gespritzt und habe sie sozusagen zugeballert. Das heißt, ich habe die Dosis erhöht und habe so viel gespritzt, dass die Patientin sich relativ wenig bewegen konnte. Ich fahre nochmal hier hin und her schnell. Ihr seht quasi, dass sie von der Seite eigentlich genauso ausschaut, nur dass sie diesmal einen schwarzen Umhang anhat, aber im Prinzip schon sehr ähnlich ausschaut. Und jetzt seht ihr quasi in der Bewegung, beim Böseschauen geht genauso wenig. Und jetzt schaut mal, was passiert, wenn sie versucht, die Augen nach oben zu bewegen. Das ist immer synchronisiert. Sie versucht, die Augen, also die Augenbrauen nach oben zu bewegen und kann quasi gar nichts mehr machen. Es ist ein etwas ausdruckloses Bild eigentlich da. Das kann jetzt wieder jemand anderen gefallen. Das Wichtige ist, dass wenn man möchte, dass das Botulinumtoxin einen blockiert, dass dieser Effekt nicht ewig anhalten wird. Ihr wisst ja auch, dass man auf der Stirn prinzipiell nicht zu viel spritzen sollte, weil wenn man die Stirn zu sehr blockiert, auch die Augenbrauen nach unten rutschen kann. Ich möchte euch jetzt an einer Grafik, die ich schnell zusammengezaubert habe, erklären, dass es eben gewisse Phasen gibt, die jemandem gefallen können mit Botulinumtoxin und gewisse Phasen, die einem vielleicht dann schon wieder weniger gefallen. Also eben eine mega subjektive Geschichte. Wir sehen auf der einen Achse den Wirkungsgrad, also 100% zu 70% und auf dieser Achse quasi eben die Zeitdauer. Wenn ich Botulinumtoxin spritze, dann passiert Folgendes, dass das innerhalb der ersten 14 Tagen, 3 Wochen das Wirkmaximum erreicht, die gewünschten 100%, und dann beginnt die Wirkung abzuflauen. Das heißt, nach 3 Wochen ist das Ganze relativ blockiert und ich kann nicht bewegen, und dann kommt für mich eigentlich diese Phase der 1,5 bis 3,5 Monate, wo die Blockierung etwas nachlässt schon langsam und man bewegen kann, aber das Ergebnis relativ schön ist. Und nach 3 Monaten ist es immer so, dass die Bewegung zurückkommt, die Faltenbildung nicht da ist, aber das Blockierte aufhört. Das heißt, ab dem Punkt der 3 Monate, und ich blende dazu kurz eine andere Ebene ein, das heißt, für viele Patienten ist quasi diese 1,5 bis 3 Monate genau der
Zeitpunkt, oder sagen wir so die ersten 3 Wochen, der Zeitpunkt, wo Botox super ist, weil Botox blockiert voll. Und die kommen dann nach 3 Monaten und sagen so, jetzt Botox wirkt nicht mehr. Oder, oh ja, Botulinumtoxin wirkt, aber es blockiert eben nicht mehr. Dann gibt es auch noch die Patienten, also das ist der Hauptpatient, der bei mir immer sagt, so, er möchte schon wieder nachspritzen. Ich sage immer, nein, bitte wartet 4-5 Monate, bis die Wirkung rausgeht und erst dann wieder spritzen. Ich zeige euch aber jetzt noch den zweiten Patienten, das ist nämlich der Patient, der sagt so, naja, das soll bitte nicht zu stark wirken, weil ich möchte nicht zu blockiert sein. Das heißt, Patienten, die sagen, ich möchte ein bisschen weniger Dosis haben. Was bedeutet weniger Dosis? Bedeutet, dass die Wirkung zwar auch eintritt, relativ gleich, aber nie die 100% erreicht. Und nachdem wir denselben Wirkabfall wieder haben, passiert natürlich Folgendes, dass die Patientin dass der Zeitraum, in dem es quasi blockiert ist oder vielleicht subjektiv passt, kürzer wird, das ist nämlich nur 1 bis 2 Monate, und viel früher, nämlich nach 3 Monaten, das Ganze schon aufhört und man dann einfach wieder eine Aktivität hat. Das heißt, wenn ich Baby-Botox spritze oder wenn ich Botox in geringerer Dosierung spritze, hört es halt schneller auf zu wirken, aber auch die blockierte Phase wird kürzer. Insgesamt kann man halt mehr bewegen. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass Botulinumtoxin gar nicht so leicht zu spritzen ist, nämlich einerseits ein gutes Ergebnis zu erzeugen, andererseits quasi das schon auch zu blockieren, vor allem aber den Patienten zu fragen, was sie sich wünscht, oder die oder den Patienten zu fragen, was sie sich wünschen, und zu erklären vorher, dass Botulinumtoxin nicht zum Blockieren da ist, sondern Botulinumtoxin dazu da ist, einfach Faltenbildung hintanzuhalten und bestehende, vielleicht statische Falten zu reduzieren. Ich hoffe, das hat ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht zum Thema Botulinumtoxin. Wie lange hält denn Botulinumtoxin? Schnelle Antwort noch hinten dran ist quasi, es hält circa zwischen 4 und 5 Monate, sage ich immer, je nachdem, was man sich erwartet. Alle 5 bis 6 Monate kommen unsere Patienten. Ich nehme an, es gibt viele Fragen dazu. Bitte unten in den Kommentaren hinterlassen, und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das schnell. Wir schicken alle 2 Videos pro Woche in den Kanal und freuen uns, wenn ihr viele Kommentare, Likes hinterlässt und diese Videos auch teilt. In diesem Sinne einen schönen Tag, alles Gute, ciao und baba.